Er ist da. Gandalf. Bilbo Beutlin. Darf ich euch den Anführer unserer Unternehmung vorstellen? Thorin Eichenschild. So, das ist der Hobbit. Sagt, Herr Beutlin, seid ihr im Kampf erfahren? Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Ihr geht auf eine Reise? Weit im Osten liegt ein einzelner, entlegener Berg. Der einsame Berg. Kehren die Vögel aus alter Zeit zurück zum Erebor, wird die Herrschaft der Bestie enden. Welche Bestie? Der Drache Smaug wird nicht mehr gesehen seit 60 Jahren. Der unermessliche Reichtum unseres Volkes liegt vielleicht schutzlos da. Das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann gibt es auch eine Tür. Die Lösung ist irgendwo in dieser Karte verborgen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf Heimlichkeit. Darum brauchen wir einen Meisterdieb. Und zwar einen guten. Den besten, möchte ich meinen. Hobbits sind bemerkenswert leichtfüßig. Und während der Drache Zwerge ohne weiteres wittern kann, ist der Geruch eines Hobbits so gut wie unbekannt für ihn. Gebt ihm den Vertrag. Nein, nein. Es ist nur das Übliche. Zusammenfassung der Reisekosten, Arbeitszeiten, Vergütung, Begräbniskosten und so weiter. Begräbniskosten? Ich ziehe in ein Abenteuer! Mein lieber Freund, ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Genau danach habe ich gesucht. Würdest du mit mir handeln? Mhm.
Was jetzt? Schwiegermutter ist in der Stadt und ich habe ihr meine berühmt-berüchtigte Brotpastete versprochen. Doch nun ist uns das Brot ausgegangen. Sie kaut mir ein Ohr ab, wenn sie nicht an der Pastete knabbern kann. Hast du etwas Brot, auf das du verzichten könntest? Diese Karte ist nutzlos. Ich finde diesen Schatz nirgends. Hm.
Zu handeln? Nach einer langen Reise durch das Auenland und noch weiter trafen Bilbo und Gandalf der Graue auf die Gemeinschaft der Zwerge. Das Abenteuer konnte beginnen. Wartet! Ich habe unterzeichnet! Willkommen, Meister Beutli, in der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild. Bedient euch. Nein, halt, stopp! Hmm.